Ja, er ist schon Arsch irgendwo. Aber wie gesagt, mit den anderen Teilen, da taut er dann so langsam aber sicher richtig auf. So, und das hier ist eigentlich, glaube ich. Ne, doch nicht. Okay. Gut, dann auf in den Animus. Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du? Ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Und los. Insieme per la vittoria! Insieme! 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 Bitte Ruhe, meine Freunde! Silenzio! Danke! Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre! Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz! Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot! Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! Buongiorno, Signore, Signori. Nein, ich werde jetzt natürlich nicht die ganze Zeit auf Italienisch reden und so weiter. Dazu ist mein Italienisch überhaupt nicht wirklich wunderbar geeignet. Und wir beginnen mit dem ersten Kapitel. Jungs sind Jungs. Vieri di Pazzis, Männer bekämpfen. Dann wollen wir mal. Und das ist jetzt noch das Tutorial. So, mit F können wir ein Ziel erfassen. Jawohl, ja. Mit der linken Maustaste können wir zuschlagen. Und können Kettenkombinationen auslösen. So. Ja, jetzt wird's erklärt mit Kombos im Kampf. Na, perfekt. Ja, ja. Und perfekt. So, mit Rechtsklick können wir uns übrigens vor Angriffen schützen. Und wir müssen anscheinend Vieri di Pazzis Männer erstmal ausschalten. Na komm. So, und noch den da. Komm. Hey, hinter dir. Federico, was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. So, da kommen die nächsten. Boah, Alter. Ja, ja, ja. So, wir können jetzt Gegner greifen. Können entweder schlagen. Kopfstoß. Au. Können werfen.
Alter! Oder Kopfstoß schlagen oder einen Kniestoß ansetzen. Und? Stiefelkreis können wir auch veranstalten. Na komm, Stiefelkreis. Na. Alter. Gar nicht brutal, ne? Hey. Ah, okay. Au. So, erstmal die Gegnerhorten ausschalten. Na. Und Kopfnuss. Und Stiefelkreis. Und der nächste, den wir jetzt noch ausschalten müssen. Na komm. Das erinnert mich früher so ein bisschen an meine Schlägereien, die ich früher damals in der ersten und zweiten Klasse immer veranstaltet habe. Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen! Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. 200 Florin plündern, um den Arzt zu bezahlen. Ich weiß jetzt nicht, welche Genossen. Ich glaube, das sind immer die am Schluss oder irgendwelche in der Mitte. Die haben, glaube ich, über 100 Florin in der Tasche. Federico Auditore Datenbank Zugang. Sehr schön. Die Datenbank-Einträge werde ich vielleicht noch drauf eingehen. Oder immer am Ende. Oder was heißt am Ende der Folge? Oder ich werde da eine extra Folge machen, wo ich dann so ein bisschen drauf eingehe. Dass wir die durchschauen und so weiter. Na komm. Och Leute, kommt. Einer von. Zwei von. Ja, also. Jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen. Ja, Moment. Na also. Leiche aufheben vor allem, ne? Erinnerungsaktivator. Der nächste verfügbare Erinnerung wird immer auf ihrer Minikarte angezeigt, durch ein Ausrufezeichen. Also zwei Stück haben auf alle Fälle über 100 Florin drin. So, na? Die Zeit muss ich mir leider, oder muss man sich leider nehmen. Ich zumindest nehme immer die Zeit und sammle immer ordentlich Taschengeld ein. Weil früher oder später werde ich nämlich noch ein paar leichte Geldprobleme bekommen. So. Müsste reichen. Gut, dann wollen wir mal. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Und der andere erst. Federico zum Doktor folgen. Oh, nicht so schnell. Dann halt frei hinterherlaufen. Was zum Teufel tut er da? Sieht wirklich aus. Nee, das geht schon. Wenn man Parkour Free Running beherrscht, dann geht sowas. Alter, Federico. Warte doch. Frisch gefangene Igel. Wer braucht einen Aderlass? Bentrovato, Dottore. Die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Affottiti.
Das war's auch schon. Und jetzt verschwindet hier. Grazie. Hier lang. Herrliche Nacht. Allerdings. Ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Geschwister, Rivalität. Ein Rennen gegen Federico gewinnen. Dann auf drei. Uno, due, tre. Alles klar, dann los. Der Kleine muss noch so viel lernen. Och nein. Na komm. Ja, das Rennen gewinnen. Na komm, jetzt aber. Hopp. Boah, ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Aber geschafft. Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Wart ab. Und klettern. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste. Möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. So, genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nachher. Nachttrunk. Der schönen Christina Vespucci einen Überraschungsbesuch abstatten. Erstmal die Gegend synchronisieren. Und nun den berühmten Todessprung. Cazzo, Vieri. Ich verstecke mich besser. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Anzeige sozialer Status Ass. Die Symbole für den sozialen Status, das war zu schnell. Ja, sie können sich in Heuballen, Brunnen oder in Dachhütten verstecken. So. So. Klappe. Gut, jetzt müssen wir nur... Genau. Hierhin. Christina! Christina! Wer ist da? Ich! Ezio, ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Oh je. Komm her. Oh, Ezio. Oh, Ezio. Ja, ja, im Dunkeln ist gut munkeln. Christina! Christina! Wach auf, dein Hauslehrer kommt bald. Komm, meine Tochter, ist es denn wirklich so schlimm, dass... Filiodoncane, was soll das? Perdonate, Messere. Bitte verzeiht. Ich bring dich um. Ach, bitte. Das ist nicht nötig. Wache, Wache. Bringt mir seinen Kopf.
Es gibt absolut keinen Grund für Gewalt. Und hopp, weg da. Ah, weg da, weg da, weg da. Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Sie brauchte Hilfe bei einigen Dingen. So kann man das natürlich auch ausdrücken. Unschuldig. Da musste ein Loch gestopft werden oder sonst irgendwas. Eine undichte Stelle abgedichtet werden. Gut, Rennen sind jetzt verfügbar. Nachttrunk abgeschlossen. Ab jetzt können Ärzte Wunden heilen. Sehr schön. Na komm, und jetzt abrollen. Sehr schön. Ach, wir sind schon da. Palazzo Auditore. Und wir sind jetzt anonym. Oh, halt. Mhm. Ach, so war's. 100 Florin. Ja, sehr schön. Und abroll. Okay, nicht auf Lager. Schatzkarten kann ich aber San Giovanni kaufen. Kein Problem. So, und jetzt werden auf der Karte auch die Schätze angezeigt. Oh, oh. Na, super. Ja, ja, ja. Flucht ihr nur. Och, leck mich, ne? So, hopp. Och, ernsthaft, du kannst... So, hops. Ich will wenigstens noch die zwei Kisten da nehmen. Beziehungsweise mitnehmen. Ah, Gott. So. Na also. What? Wie soll ich denn an die Kisten rankommen? Mumm, ich bin auf dem richtigen Stockwerk, aber... Halt. Moment mal, was hast du auf dem richtigen Stockwerk? Okay, das geht ja noch. Ja. Ist der betrunken? Nö. Das ist eher weniger. Deswegen, wenn ich selber Parkour oder Freerunning mache, dann nur, wenn Leute nicht zuschauen. Weil dann muss ich denen nicht irgendwie großartig erklären, irgendwas von wegen, ja, ob ich betrunken sei oder sonst was. Nö, das nicht mal. Oh. Ach, Moment. Entschuldigung. Banken, genau. Ja, es tut mir ja leid. Banken, die haben immer viele Florin-Intus. Sehr schön, räumen wir einfach mal die Bank aus. Selber schuld, ich meine, wer lässt bei einer Bank die Tür offen? So. Dann wollen wir mal. Giovanni Auditore. Oh je.